So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge hier in der Closed Beta zu New World. Nachdem wir in der letzten Folge uns ein bisschen mit den grundlegenden Crafting-Mechaniken befasst hatten, werden wir jetzt mal ein bisschen unsere Quests weitermachen. Wir werden hier mal Richtung Süden gehen. Während die Quests in, ja, im Süden mal in Angriff nehmen. Werden wahrscheinlich auch besondere Wölfe gewesen sein, die wir da töten mussten. Darum hatten die beim letzten Mal noch nicht gezählt in der Folge. Ja, in der letzten Folge. Gucken wir uns jetzt hier mal ein bisschen im Süden um. So, orientieren wir uns mal. Einfach bloß geradeaus. Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. So, hier sind auch Wölfe. Das werden wahrscheinlich auch die gewesen sein, die wir töten sollten. Die Leute sind ja aber auch rabiat im Wald unterwegs, ne? So, dann gucken wir mal. Ah ja, genau. 5 Nassfelswölfe sollten wir töten. So, da waren es noch 3. Mal gleich mal. Funktioniert immer tatsächlich ganz gut, auch ohne dass man jetzt hier auf Tankausrüstung spezialisiert oder fixiert ist. Am Anfang hatte ich ja mal gesagt, dass es nicht verkehrt ist, wenn man erstmal so ein bisschen ins Tank unterwegs ist, also mit Schild und Schwert. Aber wie man sieht, es funktioniert auch wunderbar hier mit dem Heilerstab. Erstaunlich gut tatsächlich. So, da ist wieder ein Wolf gespawnt. Haben wir die Quest schon mal fertig. Müssen wir mal gucken, ich glaube wir hatten hier noch eine Quest. Genau, Quest Nummer 3. Können wir die gleich auch noch machen. So, mal gucken, das wird irgendwo hier oben sein. Hanf werden wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Das sind nämlich die besagten Pflanzenfasern, die wir brauchten. So, dann haben wir die Pflanzenfasern nämlich auch gleich. Erst noch mal einen Wolf eliminiert. Ja, würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn es eine Höhle oder so ist, wo wir jetzt rein müssen. Das hieß Kisten. Wahrscheinlich hier irgendwo. Oh. Glaube ich das? Oh, was haben wir da Schönes? Cool. Das gefällt mir natürlich sehr, wenn man nebenbei schon wieder Sachen finden. Ah, hier hat sich gerade einer Silbererz gekrallt. Der Spieler und Wolf zum Häuten.
ist tatsächlich immer so ein kleiner Tipp. Solltet ihr jetzt im Nachgang vielleicht noch euch auch die Closed Beta mal anschauen. Weil ich das immer mal wieder in den Chatverläufen lese und die Leute suchen Silbererz. Schaut euch mal. Schaut euch mal in den Wolfshöhlen um. Gerade im Stadtgebiet vor der ersten Stadt, wo ihr hinkommt. Dort gibt es tatsächlich immer sehr häufig Silbererz drin. Das ist immer so ein bisschen die einfachste Möglichkeit, um schnell und frühzeitig so ein bisschen an Silbererz zu kommen. So. Große Frage ist natürlich, wo jetzt genau die Quest hier ist. Das Pelzschlund, das wird wahrscheinlich hier drinne sein. Das werden besagte Truhen hier sein. Ja. Tun nochmal die Quest durch. Und da ist auch ein Silbervorkommen, wie wir sehen. Das, was ich meinte. Sogar ein ziemlich großes Silbervorkommen. So. Und hier haben wir sogar noch mal eine große Plündertruhe. Cool. Gucken wir, ob wir ein gutes Item ziehen. Hm. Hier wäre sogar noch mal was zum Abbauen, aber da ist unser Skill, glaube ich, noch nicht hoch genug. So, hier wieder, wer das lesen möchte, ne? Kurz pausieren. Hm. Schade, dass da gerade jemand noch reingekommen ist. Ne? Das, hätte ich das Silbervorkommen eher gesehen. Hätte ich mir das Silbervorkommen natürlich selber geschnappt. Durch die vielen Steine, die wir schon abgebaut haben, sind wir zum Glück schon hoch genug im Skill, um Silbererz abbauen zu können. Mittlerweile klappt das schon ganz gut mit unserem Heilerstab hier. Klappt erstaunlich gut. Alter, die spawnen aber auch schnell nach, die Wölfe hier. Die spawnen ganz schön schnell nach. Ich meine, gut, vielleicht ist auch ein bisschen die Spawnrate aktuell noch ein bisschen erhöht. Weil halt mehr Leute da sind. Es muss halt irgendwo auch sein, damit die Leute entsprechend ihre Quests fertig kriegen. Was hier schon mal gut zu wissen, dass man hier Silbererz findet. Werden wir mal im Hinterkopf behalten. Das werden wir mal im Hinterkopf behalten. Wir können ja mal gucken. Ja, Quests haben wir soweit alle durch. Ja. Würde ich was sagen, wir machen einfach die Quests da hinten noch schnell mit. Dann haben wir hier alle Quests erledigt. Wollen wir demnächst mal wieder einen Skillpunkt verteilen auf den Lebensstab, glaube ich. So.
Mal ja hier oben noch mal gucken. Haben wir sogar noch mal Loot bekommen. Und wir können, wie gesagt, noch mal einen Skillpunkt verteilen auf unseren Lebensstab. Unseren Waffenskill wieder erhöht. Was ist das ärgerlich. Gerade jetzt ist da wieder Hanf respawned. Schnappen wir uns auch mal ein bisschen Hanf hier. Sind mal so frei. Ich muss aber tatsächlich sagen, Pflanzenfasern findet man gar nicht so häufig. Das ist ein bisschen Ironie irgendwo. Glaube ich das? Na, die sind ja fresh. Die sind ja fresh hier, glaube ich das? Einfach von hinten angeschlichen, der Bursche hier. Als Strafe mache ich mir ein paar schöne Fußwärmer aus seinem Fell. Muss man gleich mal wieder ein bisschen die Augen offen halten nach besonderen Pflanzen. Falls wir wieder welche finden sollten, dass wir die gleich wieder mitnehmen können. Ja, Truthahn nehmen wir uns auch wieder mit. Truthahn ist auch immer so ein bisschen das Anfangsmaterial. Kriegen wir halt Stufe 1 Fleisch schon. Bringt nicht so immens viel, aber gerade wenn man anfängt mit Kochkunstskillen, brauchen wir dann natürlich auch solche Dinge. Was wir machen können, wir können ruhig mal Fischzwieback oder so mal mampfen oder Rationen, die wir noch haben. Ja, können wir unser Leben nämlich gleich wieder auffüllen. Ja. Wir haben ihm im wahrsten Sinne des Wortes das Leben aus dem Leib geschossen. Hat jemand nicht gelootet? Wir haben Respekt vor der Natur. Ne? Dinge, die wir töten, nehmen wir auch oder verwerten wir auch zu 100%. Haben wir gleich wieder ein bisschen seltenes Fleisch dadurch bekommen. Wieder ein, aus einem Wolf ein Schwert bekommen. Das ist auch kurios. So, müssen wir mal gucken, wie weit es da hochkommen. Wir müssen irgendwie in die Richtung. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen, von der anderen Seite hochzulaufen. Tasten wir uns mal vorsichtig in die andere Richtung vor. Ist immer so schön heiß, alle Wege führen nach oben. Irgendeinen Weg finden wir schon nach oben. Wow. Das war kein normales Schwein. Das scheint mir so. Ich weiß nicht, ob es ein Questmob war oder ob es hier auch Rare Elite gibt. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Das war aber auf jeden Fall kein normales Schwein gerade.
Oh, wir müssen aber in die Richtung. Hier sind wir zumindest schon mal richtig. Hier hat jemand nicht gelootet. Kann man nicht liegen lassen, ne? Muss alles ordentlich verwertet werden. Ja, wie kommen wir da hoch? Wir können einfach mal versuchen, ob wir vielleicht irgendwie querfeld einlaufen können. Wie gesagt, alle Wege führen nach Rom. Oder auch nicht. Okay, die haben die gleiche Idee wie ich. Die haben tatsächlich die gleiche Idee wie ich. Naja, wenn der Weg nicht offensichtlich ist, muss man sich selber einen Weg machen. Ist aber auch kompliziert, hier teilweise die Queststrecken zu finden. Okay, hier geht es also auch nicht hoch. Würde mich nicht wundern, wenn wir hier Wege laufen, die noch kein anderer beschritten hat vor uns. Bin hier nicht wie ein herkömmlicher Weg aus, den wir hier gerade laufen. Sieht mir nicht nach einem herkömmlichen Weg aus. Aber das ist das Gute, auch immer mal fernab der normalen Wege laufen. So, ob die Jungs hier irgendwo hingekommen sind. Nee. Ganz so einfach scheint man hier also nicht durchzukommen, wie ich dachte. Wir bahnen uns unseren Weg, langsam aber stetig. Können wir auch gleich mal austesten, wie das mit dem Fallschaden aussieht. Hier sieht es doch so aus, als ob wir hier uns den Weg nach oben bahnen können. Ist noch ein bisschen zu hoch. Ich mag das halt auch, wenn man wirklich mal so ein bisschen Erkundungen machen kann, auch in Wegen, die jetzt nicht so offensichtlich sind oder vielleicht auch nicht so gedacht sind. So, schon sind wir oben. Cool. Das große Wettrennen, wer als erstes oben ist, ne? Ich möchte mal behaupten, wir sind die Ersten, die oben waren. Die anderen beiden Jungs sind bestimmt noch nicht hochgekommen. Oh. Natürlich jetzt nicht so gut. Ist unser Werkzeug hinüber und wir können kein neues ausrüsten. Werden wir wahrscheinlich mal eins machen müssen. Wir werden wahrscheinlich uns mal ein Lager basteln müssen und werden dann erstmal entsprechend uns nochmal Werkzeug craften müssen. Und dann können die Schuhe nämlich, können die Schuhe auch schon mal weg. Und dann auch weg. Na, die brauchen wir dann tatsächlich auch nicht. Haben wir gleich wieder ein bisschen Gewicht verloren. Können wir mal gucken. Ist in der Nähe von Landmarken eingeschränkt. Ach du Gott. So, dann haben wir ein Level abbekommen. Na gut.
Und dann müssen wir tatsächlich mal gucken, was genau wir hier machen sollen. So, da haben wir mal Glück. Gucken wir uns nämlich mal hier die... Oh, Platin ist das hier. Nice. Haben wir sogar eine Platin-Ader gefunden. Das ist ordentlich. Ich meine, gut, das können wir jetzt aktuell noch nicht abbauen, aber... Zumindest haben wir hier schon mal Reichtümer gefunden. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, wir machen hier mal einen ganz kleinen Cut, während ich hier das Silber noch abbaue. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und gucken, was wir hier noch so an Schätzen finden können. Gerne wieder fleißig kommentieren, fleißig bewerten. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier in der Closed Beta zu New World. Bis dahin, habt euch wohl und reingehauen.